I, der Sack hat. So, ausgesackt. Streichhölzer sind übrigens ein Instant-Kill, wenn man sie benutzen kann. Ja. Mit dem Hackebeil. Ja, das Hackebeil ist auch ziemlich geil. Das war bisher auch immer ein Instant-Kill. So, ich wollte die Bombe entschärfen. Pass auf, Leute, jetzt jagen wir uns wieder in die Luft. Wieder in die Luft? Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre. Und wenn wir diese Bomben entschärfen, kriegen wir dafür Bombenteile und daraus können wir uns Munition für unsere Armbrust basteln. Das ist ganz cool. Das ist quasi, ach so, haben wir die Tür auch schon? Das ist ja doof jetzt, dann kann ich dir ja mal kurz die Tür zeigen. Die versiegelte, ja? Ja, die ist hier. Okay, ja, okay. Jetzt nur noch eins. So, und das hier wäre der Speicherraum. Das ist das, wo wir vorhin auch drin gestartet sind, dieses Krankenhaus, wo wir dann durch den Spiegel wieder zurück sind. Was liegt denn da in der Ecke? Macht gar nichts. Also es ist schon ein bisschen anders, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Es ist doch mehr Action drin, als man von den Worten von Shinji Mikami vielleicht erwartet hätte. Aber warum leuchtet das? Weil du es aufsammeln sollst. Ja, ja, aber ich weiß immer ganz gerne vorher, was ich... Ach so! Ein unteres Safe-Zahlenrad. Zwei? Fragezeichen? Oben 11, unten 2? Ich habe jetzt leider das Rätsel vergessen und du kennst es nicht, aber... Wir merken uns mal 2. Ich wollte gerade sagen, das war dämlich, aber die Axt ist noch intakt. Die kann man nämlich immer nur einmal benutzen. Hier, die schämt sich auch schon für uns. Hast du es gehört? Mhm. Und mehr Sorgen machen? Nein. Was ist denn mit ihr passiert? Interessant, diesmal hat der Bengel links sein Gesicht noch. Aber das Mädchen wieder nicht. Ich denke, das sind Ruvik und seine Familie. Ja, zumal die Dame auch oben das schwarze Kleid anhatte, also. Hm. Grüne Pampe. Weiß man mehr über seine Familie? Eigentlich bisher noch gar nichts. Lässig. So, wo war denn jetzt der Safe, Leute? Jetzt sag doch mal, wo ist der Safe? Ich meine, das war hier irgendwo. Nein. Ihr kennt das ja, ich und mein Orientierungssinn. Die war aber vorher nicht da. Sie hat ein Messer in der Hand. Ja, ja. Ich habe eine Axt. Scheiße, Mann, du bist voller. Was auch immer. War doch da vorher nicht. Wir waren doch hier schon mal. Waren wir hier schon mal? Leute, wir waren doch hier schon mal, oder? Ist die neu gewesen? Ich renne hier einfach durch und trete die Türen ein, aber wenn jetzt hier neue Gegner sind. Dann muss ich ja wieder vorsichtig sein. Ihr wisst, vorsichtig sein kann ich besonders gut. Da ist der Safe. Was hatten wir jetzt gesagt? 11-2, ne? Mhm. Ja. Hä? Das war das erste Zahnrad. Der setzt doch da kein Zahnrad ein. Der macht irgendwas mit der Spritze. Na gut, aber die Kombination kennen wir ja jetzt. Och nee. Ach, der macht das auch. Das ist ja. Warum macht denn der das automatisch? Wie herausfordernd. Was war denn jetzt die untere Zahl? 2. Ja? Mhm.
Kangaroo. Was ist mit den Gesichtern passiert? Ich weiß es nicht. Ich wollte das nicht. Und das letzte Gehirn. Das ging schnell. Das haben wir diesmal. Ja. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Hoffnung. Stimulation des zingulären Kortex, Zentrum der Hoffnung. Oh Gott. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. So, Hoffnung. Hoffnung ist da oben. Da steckt schon einer drin. Achso, das ist, es ist zwischen diesen beiden da. Quasi. Was ist denn, wenn du das verkackst? Kriege ich Schaden. Das müsste. Da? Wenn wir so gucken, also ich zeige jetzt mal was, das seht ihr natürlich nicht, ne? Aber das, was hier grau unterlegt ist zwischen diesen beiden, das ist ja das hier links, ne? Mhm. Und Hoffnung ist dann da in dem oberen rechten Drittel. Das wäre doch quasi da, wo wir jetzt sind. Probieren kannst du es auf jeden Fall so. Ist mit dem Licht schwierig zu steuern. Ach du Scheiße. Der Kopf lebt noch, Leute. Habt ihr das gesehen? Das Auge bewegt sich. War doch vorhin auch. Ist mir nicht aufgefallen. Hab ich schon angesprochen. Hast du? Ja. Wird geblinzelt. Gott, Leute, ich bin so durch. Ich glaube, das war richtig. Dann gehen wir wieder zu der Tür zurück. Wird der Mann wieder gesund? Der ist noch gut, den kann man noch essen. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Ja, das war Ruvik. Es sah aus, als wäre er irgendwie Verbrennungsopfer oder sowas. Ja, ne, mit den ganzen Verbrennungen. Bandagiert auf jeden Fall, ja. Mir ist auch so, dass ich schon mal irgendwie einen Zeitungsartikel gefunden habe über irgendeinen Brand in einem Haus oder sonst was. Auf jeden Fall zieht das so ein paar Parallelen zu unserem Hauptcharakter, weil dessen Tochter ist auch in einem Hausbrand ums Leben gekommen. Mhm. Und seine Frau ist auch tot, aber da wissen wir noch nicht warum. Wahrscheinlich irgendwie so ein Autounfall oder sowas. So, aber auch Zeit. Checkpoint war ja eben gerade, ne? Da brauche ich ja jetzt nicht speichern gehen. Halt. Ich höre doch schon wieder was. Das ist kein gutes Zeichen. Der sich erstmal umdreht. Und so ein langer, gerader Gang ohne irgendwelche Merkmale. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner?
Abziehen, nicht zerreißen. Alles freilegen. Rufik. Dem Kleinen geht's gut. Das ist ein völlig gesunder Alter Schwede, Junge. Mann. Guck dir mal bitte den Tisch an. Oh. Sehr schön. Vielleicht ist das was zum Kaputthauen? Nein, das sind nur Käfige für irgendwelche Tiere. So hat der angefangen. Oh, nicht Mr. Piggy. Darf ich Mama zu dir sagen? Das kriegen wir nicht auf. Aber bitte mal ernsthaft, wenn der schon von klein auf so eine Scheiße abgezogen hat. Aber anscheinend hat die Mutter oder so, oder das war doch nicht seine Stimme. Da steht er und wartet auf uns. Der Sound ist weg. Will der eigentlich nicht wirklich lang? Aber das Blut sagt ja. Na, da kann man ja nicht nein sagen. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach wieder da lang gehen. Na. Ja. Ich befürchte ja, hier wird gleich wieder unangenehm. Ich muss sagen, der Sebastian hier, der nimmt das alles relativ gelassen, schon von Anfang an. Also ich glaube, ich wäre da ein bisschen durchgeknallter schon. Und wieder hier. Ah, da kommt er auf mich zu. Da hast du aber gut geschaltet. Was? Da hast du aber gut geschaltet, sage ich. Jetzt wirklich? Ja. Oh oh. Alter. Ach du Scheiße. Die Decke kommt runter, ne? Ja. Hört sich zumindest so an. Ich wette, ich darf das gar nicht alles einsammeln, wenn ich das nicht schaffen will. Und, ja, lauf nicht oder sowas. Okay. Das war ja doch relativ harmlos. Alter. Also ich habe immer mehr das Gefühl, wir sind in Silent Hill. Das erinnert mich an eine bestimmte Szene aus dem vierten Teil. Ich weiß nicht. Ach, nicht schon wieder. Ach, hier, kaputt machen. Kaputt machen! Okay. Machen wir nochmal. Muss nur in seiner Nähe sein. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hier geht's nicht lang, super. Ja, ich hab den fast gesehen. Oh, Scheiße. Ich gerade ein bisschen in Panik, merkt man. Das ist nur spannend, Mann. Auch wahr. Das war so klar. Nein, ich werde die Pampe nicht einsammeln. Ich will schon, dass ich hier wegkomme. Und bei Gelegenheit sollten wir vielleicht mal heilen. Laufen. Du hast uns das angetan. Ich habe gar nichts gemacht.
Chris war's. Ja. So. Das ist doch ein guter Moment, um zu heilen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir gleich wieder den Erste-Hilfe-Koffer. Einmal volle Heilung und zusätzliche Maximallebensenergie. Und da gerade ruhig ist, können uns die Nebenwirkungen auch relativ egal sein. Wir sind gleich wieder verflogen. Wir sind ja schon wieder in diesem Zimmer. Aber diesmal mit Sonnenblumen. Das Sonnenblumenfeld. Das haben wir in der Traumsequenz auch schon mal kurz gesehen. Das war da, wo sie uns angezündet haben. War wahrscheinlich eine von Ruviks Erinnerungen. Das Sonnenblumenfeld. Was hat er denn da im Gesicht? Ich glaube, es sollte nur ein Bart sein. Unfertige Texturen, ja? Warum wurde ich hierher geführt? Okay, ich finde das ziemlich cool. Ist mal so was völlig anderes, ein absoluter Kontrast zu dem, was bisher war. Aber ich befürchte ja das Schlimmste. Allein die Tatsache, dass wir hier Munition kriegen und alles. Da liegt noch was. Darf ich aber nicht mitnehmen. Was war denn das? Irgendein Bolzen für die Armbrust. Naja. Was sollen wir uns lange lumpen lassen? Ich würde mal sagen, hinein in die gute Stube. Horrido, Horrido. Ich bin hier. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Auch eine Art Verstecken zu spielen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Bist du dir sicher, dass das ein Bart sein soll? Oh. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Was zur... So, das ist ja im Prinzip auch wieder so eine Szene aus Resident Evil 4. Ist da jemand? Öffnet die Tür! Da! Oben! Oben! Bitte, du musst klettern! Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da! Also der Kerl, der Opa aus Vanishing of Ethan Carter, der hat das irgendwie cooler genommen mit dem Verbrennen. Wie kommen wir denn da hoch? Chris, jetzt sag doch mal, wie kommen wir denn da hoch? Leiter. Was für eine Leiter? Es gibt immer irgendwo eine Leiter. Die hat was zum Drehen. Über den Käfig natürlich. Ja, ich glaube, man hört ziemlich deutlich, wie ich hier auf den Controller einhämmere. Ja, super. Was hat uns das gebracht? Hier ist noch was. Ach so. Hey, guck mal, da ist eine Leiter. Siehst du? Und nu? Nee, ernsthaft. Und nu? Wahrscheinlich hättest du ihn runterlassen müssen, als er noch bei dir war. Hättest du einsteigen können und von da aus vielleicht. Weiß doch auch nicht. Haben wir noch was zum Drehen? Oder sind das nur die beiden? Haben wir wirklich ein Zeitlimit? Ich habe nämlich gerade nicht das Gefühl. Okay, hier kann ich nicht drehen. Das kann ich auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr drehen.
Echt jetzt? Ich hab eine Idee. Na, geht doch. Warum eigentlich Ruben? Ich denke, der heißt Ruvik.